Moin Moin und damit willkommen zu einem kleinen Spezial, was ich wieder für euch vorbereitet habe. Und zwar soll es dabei darum gehen, wie bekommt ihr überhaupt die Helden, die ihr irgendwann mit der Heldensoftware erstellt habt, in Fantasy Grounds rein? Das ist quasi ziemlich einfach, möchte man meinen. Und auch sehr bequem, weil ja, DSA 4.1, da werden wir uns höchstwahrscheinlich alle der Heldensoftware bedienen, die ja schon seit einigen Jahren sehr gut funktioniert, mag zwar ein paar Fehlerchen haben, aber an sich ist sie trotzdem das Mittel der Wahl, um schnell zuverlässige Charaktere zu erstellen. Ja, genau, da möchte ich euch dann, wie gesagt, dieses Tool hier mal vorstellen, den Converter für das aktuelle DSA Ruleset, was ihr euch bei uns im Forum herunterladen könnt. Den Link dazu packe ich unten in die Beschreibung. Also, wenn ihr das haben wollt, weil ihr es noch nicht hattet, dann könnt ihr euch das hierüber runterladen. Wie gesagt, Link steht unten drin, einfach anklicken. Im Forum müsstet ihr aber auch angemeldet sein. Dann geht ihr auf dieser Seite, geht ihr dann einfach nach unten. Hier sind so ein paar Edits und hier könntet ihr euch das dann runterladen. Einfach einmal anklicken. 500 Mal wurde es bereits runtergeladen. Könnte sein, dass es eine Virusmeldung gibt, weil es eine JAR-Datei ist, also eine Java. Aber das könnt ihr gepflegt ignorieren, da passiert nicht so viel. Ich habe die natürlich schon runtergeladen und dementsprechend wechsle ich einfach mal rüber zu der Heldensoftware, indem ich hier einfach mal draufklicke und das Ganze noch größer ziehen. Ja, hier sind jetzt unsere Helden angezeigt. Ich habe den einen oder anderen hier rumliegen. Einige habe ich rausgeschmissen, die kann man dann ja über Datei exportieren, kann man die dann auch irgendwo auf seinem Rechner zwischenlagern, damit das hier nicht so ganz so voll wird. Man könnte die auch in Gruppen sortieren, darum soll es jetzt aber nicht gehen. Ich nehme jetzt hier einfach mal einen x-beliebigen Helden, das ist quasi völlig egal. Alrik von der Drachenzwinge, den habe ich jetzt für dieses Tutorial erstellt. Der kann nichts Besonderes, der ist halt eisern und der hat irgendwie einen Nachteil, fertig. Das ist eine ziemlich günstige Profession. Der kann halt jetzt gerade nichts. Wenn ihr euch die Datei runtergeladen habt und installiert habt, also einfach doppelklicken, dann könnt ihr über Erweiterungen Fantasy Grounds 2 Export einfach anklicken. Also das ist super, super einfach. Ihr wählt also jetzt einfach hier nur diesen Charakter aus, den ihr exportieren wollt. Erweiterung Fantasy Grounds 2. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Wenn ihr Spielleiter seid, dann drückt ihr eh immer auf Ja, weil ihr das auf eurem eigenen Rechner macht. Wenn ihr euch als Spieler bei jemand anderem connecten wollt, dann müsstet ihr dann auf Nein klicken, weil das kein lokaler Charakter werden soll, sondern ein Servercharakter, den ihr dann auf einem anderen Spielleiter dann übertragt. Aber ich sage jetzt einfach mal hier ja. Und er schlägt mir jetzt hier den richtigen Ordner bereits vor. Das mag bei euch ein bisschen anders aussehen, wenn ihr Fantasy Grounds installiert habt. Ihr müsstet dann erstmal auf den richtigen Ordner gehen und zwar da, wo die Characters drin sind. Wenn ihr das Ruleset ja, für Fantasy Grounds runtergeladen habt, was es auch bei uns gibt, kann ich auch nochmal ein Video zu machen, wenn ihr wollt. Dann ja, sieht euer Ordner so ähnlich aus und ihr könntet dann diese Datei benennen. Der heißt jetzt Alrik, also nennen wir ihn einfach alrik.xml. Ja, und dann drücken wir auf Speichern. Das ist dann quasi das, was wir hier machen wollten. Konvertierung abgeschlossen, fertig. Jetzt gehen wir wieder auf unser Fantasy Grounds und hier drücken wir dann ja, entweder Load Campaign oder Join Game. Wenn wir jetzt Join Game sagen, dann können wir uns zu irgendwas anderem connecten, irgendeinen anderen Server. Oder wir sagen Load Campaign, da haben wir dann halt die verschiedenen Kampagnen. Ich habe hier auch eine Game of Thrones Kampagne, ich habe Splittermond, Call of Cthulhu, Star Wars, Edge of the Empire. Aber das, was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir eine DSA-Kampagne laden und das tue ich einfach mal. Feuersturm aktivieren. So, einen kleinen Schnitt später befinden wir uns in der eigentlichen Oberfläche von Fantasy Grounds. Die kennt ihr vielleicht schon aus einem anderen Special, wenn ihr es gesehen habt. Und was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir hier oben auf Helden gehen. Und hier sehen wir jetzt eine ganze Menge an Helden, so Rodrigo und Ulfric und Patrasche und Tokai, die kennt ihr schon. Die anderen sind aus anderen Spontanrunden oder Kampagnen, die ich irgendwann mal erzählt habe. Wir gehen aber jetzt hier auf Charaktere importieren, weil unser bisher noch nicht dabei ist.
Alles klar. Jetzt haben wir hier unser schönes Fensterchen mit den verschiedenen Dateien. Da sind so ein paar dabei, die ich mal als NPCs entworfen habe. Also die Helm-Hafax-Söldner, das sind dann Kamordgardisten, Maraskaner NPCs oder auch SCs, die ich dann für das Blutige Meer mal entworfen habe und einfach diese Ordner geschoben habe. Wir brauchen jetzt aber Alric. Einfach doppelklicken auf Alric und dann wird er importiert. Alles klar. Hier ist unser Alric. Die AP oder auch einige Eigenschaften können manchmal nicht richtig exportiert werden. Das ist dann ein kleiner Fehler. Verwundert euch da bitte nicht. Das kann nämlich sein, dass hier ab und zu mal beim Exportfehler immer nur 10er Attribute stehen. Woran das liegt, weiß ich nicht genau. Ich habe das nicht entwickelt, aber lasst euch da nicht verunsichern. Das kann in den besten Familien vorkommen. Und das ist quasi schon die Funktion, wie jetzt der Charakter importiert ist. Wir müssen jetzt hier noch die Würfel reinziehen für die Regeneration. Also ASP, wenn er welche haben sollte, einfach diesen W6 hier aufnehmen und dann in dieses Feld hier reinziehen. Oder wir nehmen den Würfel in die Hand, zweimal rechtsklicken, dann haben wir drei Würfel in der Hand. Und dann können wir das auf die Ausdauerregeneration ziehen. Genau, dann haben wir das hier schon einmal gemacht. Man kann jetzt hier auch noch ein Charakterbild importieren, wenn man möchte. So, schauen wir mal nach. Nehmen wir einfach mal diesen Goblin hier. Das ist jetzt zwar kein Mittelländer, aber damit ihr ungefähr wisst, wie das aussehen könnte. Die sind ein bisschen komisch manchmal, weil, naja, die müssen, also die Porträts, die hier oben drin sind, müssen rechtwinklig sein. Rechtwinklig. Die Porträts, die hier oben drin sind, die müssen quadratisch sein, also 100 mal 100 Pixel oder 200 mal 200 Pixel. Und diese Dateien hier, diese Charakterbilder müssen halt einen anderen Zuschnitt haben. Ich weiß jetzt leider gerade nicht genau welchen. Da kann man aber ein bisschen rumexperimentieren, sonst sind die ein bisschen komisch verzerrt. Die müssen dann aber auch in eurem Ordner drinnen liegen, wo dann die Charakterbilder drin sind für die Porträts. Ja, wir haben jetzt hier nicht nur so ein Portrait, sondern wir haben auch ein Token, was man jetzt hier raufziehen könnte. Und wenn man mit Fantasy Ground spielt und nicht mit Map Tool, dann kann man mit einer Karte auch hier den Token bewegen lassen. Also wenn man sowas machen wollte, wie bei Map Tool, ginge das auch. Ich finde es aber nicht ganz so formschön. Wer sich dafür interessiert, müsste sich dann mal ein Tutorial von Fantasy Grounds selber angucken. Das kann ganz hübsch sein. Ich habe mich damit allerdings noch nicht befasst und deswegen, ja, Map Tool hat und für mich hat Map Tool einfach den Vorzug da. Ja, das war der Charakter. Wo wir jetzt noch aufpassen müssen, ist Vorteile. Eisern, das wird nicht automatisch übertragen. Oder Sonderfertigkeiten, die habe ich jetzt hier nicht. Aber wenn wir Kampfreflexe haben, die müssen noch eingetragen werden. Das heißt, wir gehen bei Charakter auf Werte und müssen jetzt hier einmal, dass so die Geschwindigkeit ist auch falsch. Die Geschwindigkeit ist immer 10, da müsst ihr auch aufpassen. Die Wundschwelle, da muss die Modifikation eingetragen werden, vielleicht auch durch Glasknochen oder so. Also die plus 2 muss rein, dann ist das hier nämlich auch eine 6 plus 2 sind 8, automatisch eingehoben. Und die Initiative, wenn man sowas wie Kampfreflexe hat, dann muss auch das automatisch eingetragen werden. Alles andere ist alles automatisch und auch wenn hier unser Mutwert modifiziert wird, dann werden auch die Lebenspunkte angepasst. Ja, also wenn ich das jetzt wirklich schnell machen will, dann hole ich hier, wie gesagt, meine Heldensoftware raus. Ich habe das schon einmal gedoppelklickt, diese Installationsdatei. Das heißt, ich habe die Erweiterung für das Ruleset da. Ich klicke jetzt hier einmal auf diesen maraskanischen Hexasach-Erweiterung, Fantasy Grounds 2. Ich will das ganze Zeug abspeichern, gebe dem Ding irgendeinen Namen. Fernreto, fertig, Konvertierung abgeschlossen. Kann die Heldensoftware wieder zumachen. Drücke jetzt hier auf Importieren-Button. Und dann habe ich ihn innerhalb von 30 Sekunden habe ich diesen Charakter in Fantasy Grounds. Es ist unglaublich schnell. Und das Inventar, wenn ich das dann eingegeben habe, ist auch mit importiert. Also es ist einfach herrlich. Und es geht beim Map Tool auch, wenn man das Fallon Ruleset benutzt. Wer sich da informieren möchte, das Fallon Ruleset kann ich unten auch verlinken. Da haben wir was im Forum. Und ich werde jetzt oben rechts ein kleines i einblenden. Wer sich darüber informieren will, kann dann kostenlos mit Map Tool ja, spielen. Mit dem Fallon Ruleset.
Alles klar. Das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, es hat euch gefallen. Kurzes, kleines Special für nebenbei. Wer das denn machen möchte mit Fantasy Grounds 2.